Die Natur ist unser wichtigstes Gut. Und bei uns in Ostfriesland ist sie was ganz Besonderes. Deshalb sollten wir sie schützen. Nun denkt ihr sicher, Moment mal, seit wann ist Bäume fällen denn Naturschutz? Was wäre, wenn ich euch sage, dass das Fällen von diesen Bäumen etwas zum Naturschutz beiträgt? Das glaubt ihr mir nicht? Dann macht euch eine Tasse Tee und lehnt euch zurück. Die ostfriesische Landschaft ist geprägt von weiten Flächen. Hier kann man kilometerweit gucken. Bevor der Mensch Deiche baute, wurden diese Flächen regelmäßig von Sturmfluten überspült. Das hat unsere Heimat geprägt. In dieser Kulturlandschaft wurden Gräben und Grüppen angelegt. Die Bauern hielten sie seitdem von Bewuchs frei. Viele seltene Vogelarten fühlen sich in dieser europaweit einzigartigen Landschaft wohl und machen sie noch heute zu etwas ganz Besonderem. Darauf können wir stolz sein. Doch seit Jahren rücken Bäume und andere Gehölze immer weiter an diese Lebensräume heran. Das liegt daran, dass die Weidehaltung zurückgeht und der Ausbau der Entwässerungssysteme die Grabenpflege weniger relevant macht. Außerdem gilt seit den 60er Jahren, Bäume zu pflanzen und zu erhalten, grundsätzlich als Naturschutzmaßnahme. Somit wird die ursprüngliche Landschaft Ostfrieslands nachhaltig verändert und der Lebensraum für viele Tierarten gefährdet. Aber speichern Bäume nicht wahnsinnig viel CO2 aus der Atmosphäre? Ja und nein. Denn für die CO2-Bindung ist auch der Boden entscheidend. Bei uns sind diese durchnässt und bestehen selbst in der Marsch häufig aus organischen Materialien wie zum Beispiel Torf. In dieser feuchten Umgebung wird der Zerfall organischen Materials gestoppt. Und die Böden selbst speichern Unmengen an CO2. Wachsen hier nun Bäume, entziehen diese dem Boden viel Wasser. Mikroorganismen beginnen damit, den trockenen Boden zu zersetzen und stoßen im ungünstigsten Fall mehr CO2 aus, als der Baum in seinem gesamten Leben je aufnehmen könnte. Und nicht nur eine schlechte CO2-Bilanz spricht gegen Bäume in den Offenlandschaften. Auch die Wiesenbrüter und viele weitere Vogelarten haben ein Problem damit. Instinktiv meiden sie Flächen, die von Bäumen, Sträuchern oder Schilf eingekesselt sind. Denn Beutegreifer wie der Mäusebussard und Rabenkrähen können dort nisten. Fuchs, Marder und andere Fressfeinde nutzen die Gebüsche als Deckung und Unterschlupf. Sie alle haben das Buffet direkt vor der Haustür. Wir können den Erhaltungszustand für die Landschaft und die bedrohten Vogelarten wiederherstellen, damit ihr Überleben in unseren Breiten gesichert ist. Das schreibt auch die EU durch die Natura 2000-Richtlinien vor. Aber müssen wir dafür jetzt alle Bäume abholzen? Nein, denn es wird für jeden Standort individuell von den Naturschutzbehörden entschieden, wie vorgegangen wird. Dabei werden die Vor- und Nachteile für die Tierarten abgewogen. Ist der Wiesenbrüter hier wirklich gefährdet oder sind es die Schilfbewohner, die schützenswert sind? Oder gibt es vielleicht andere besondere Tierarten, die sich hier angesiedelt haben? Dafür werden Gutachten erstellt und natürlich werden, falls nötig, auch Ausgleichsflächen geschaffen. Außerdem werden Politik, Landwirtschaft und auch die Besitzer der Gehölze beteiligt, um von Fall zu entscheiden, wie vorgegangen wird. Denn es liegt an uns, diese einmalige Landschaft für die kommenden Generationen zu schützen und allen Menschen zugänglich zu machen. Bäume fällen ist manchmal eben doch Naturschutz.